Willkommen zurück beim Witcher und wir haben eine Aufgabe. Wir wollen den Werwolf im Garten loswerden bzw. von seinem Fluch befreien. Zumindest habe ich behauptet, das wäre die Aufgabe in dieser Folge. Darauf mal einen kurzen Kameraschwenk. Die Wahrheit ist aber, erstmal wollen wir zumindest mal die Basics der Wolfsschulenausrüstung, wenn wir schon in Kaer Morhen sind, noch kurz einsammeln. Das sollte ja noch drin sein. Da gibt es zwei Ziele. Einmal hier und einmal da oben. Jetzt fangen wir mal hier unten an. Ja, merke hier doch nicht so richtig. Halt, da geht's in die andere Richtung. Wo muss ich denn da raus aus der Burg? Hm, ich glaube, ich muss doch auf den Weg runter. Erstmal. Ist das hübsch, oder? Man kann es nicht oft genug sagen. Natürlich auch Plötze bemühen, aber die hat mich vorhin hier schon mal so übel im Stich gelassen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich mich hier durch die... Nee, da kann ich mich nicht durch die Berge durcharbeiten. Dann nehme ich vielleicht den Pfad hier links rauf. Ich finde es ja cool, dass es langsam mal vorangeht. Finde jetzt die Story-Entwicklung nicht gerade überraschend, was wir jetzt zuletzt erfahren haben. Finde es ganz cool, dass wir uns jetzt der wilden Jagd stellen wollen. Aber jetzt nächste Questreihe, rede nochmal mit deinen ganzen Freunden. Könnte eine ganz coole Endschlacht bedeuten. Wie komme ich da rauf? Aber könnte auch... Naja. Ist jetzt auch nicht das Fantasievollste. Egal. Die Leute werden sich schon was dabei gedacht haben. Es wird bestimmt ein spannendes Finale, aber davon sind wir noch weit weg. Bin mal gespannt, was aber jetzt noch kommt, weil selbst wenn wir jetzt die alle einsammeln... Was dann? Oder besteht der ganze zweite Akt nur, red nochmal mit allen, die du kennst und versuch die als Komparsen und Komplizen zu akquirieren? Mal sehen. Ha, das wäre mal ein Screenshot. Die Bastion. Und da kommen auch schon die ersten Geister auf uns zu. Ja. Da ölen wir uns erstmal schön ein. Ach so, ich sollte natürlich schon mal die Waffen anlegen. Drei Geister. Ah, Geralt schwebt in Erinnerungen. Na komm her. Wollen sie nicht? Ja, da spuckt's ein bisschen. Ich
muss gar nicht so oft zuhauen. Einmal der Wirbelwind reicht schon. Wraiths. Something must have bound them to this place. Dann aktivieren wir mal die Quest. Da steckt bestimmt eine kleine Geschichte dahinter. Wie immer. Jemand bemerkte allerdings zu Recht, dass es schade ist, dass immer nur der erste Teil von den Ausrüstungsquests mit Story versehen ist und alles andere ist eine reine Sammelaufgabe. Aber ganz ehrlich, bei dem Spiel... Also es stimmt schon, wenn man es so... Medallions hopping, but I can't see a thing. Maybe the lamp will reveal more. So streng sehen will. Aber wenn man sich trotzdem überlegt, wie viel Liebe in den kleinen Geschichtchen und in den Nebenquests hier steckt, dann... Und gerade bei diesem Umfang... Dann kann ich darüber jetzt tatsächlich mal auch hinwegsehen. Jetzt fahren wir hier mal runter. Was hier alles wächst. Mit der Lampe muss ich was sichtbar machen. Mal schauen, wo. Na, egal. Kiras Lampe, um die alte Bastion zu erkunden. Ja, jetzt schaue ich mich noch erstmal so kurz um. Hier ist schon mal... Glitzert schon mal verdächtig. Das ist es jeweils nicht. Wo ist sie denn, die Lampe? You walked away from practice without my permission. You know that? Do not stop. Bleeding is no excuse. Now take off that bandage and get back to your training. You'll see to your wound when I say you're done. Oh, jedes arme Kind. Die hatten es nicht leicht, die Hexer als Kinder, glaube ich. So eine fiese Ausbildung. Und dann wird der ganze Körper von innen aufgefressen und mit den Mutagenen verändert. Ich weiß ja nicht. Is that a sword or an egg beater? Strike from the wrist, not your elbow. Again. Irgendwo noch was, da war der Eingang. Da bin ich vorhin runtergefallen. Oh, da unten liegt was. Das Wolfsstahlschwert und Varins Tagebuch. Elgas Ausrüstung ist fantastisch. Das war mir schon klar, als ich sie fand. Ich habe gleich gesagt, dass das die Ausrüstung ist, die jeder angehende Hexer erhalten sollte, falls es uns ernst damit ist, aus diesem Haufen zimperlicher Schuljungen echte Hexer zu machen. Wie oft muss ich unseren ehrwürdigen Hausmagier noch auffordern, ein Schärflein seiner kostbaren Zeit konkreter Arbeit zu widmen? Dieser Hausmagier ist so nützlich wie ein Verunkel am Hintern. Wenigstens sein Assistent Hirt hat Grundkenntnisse in Metallurgie. Die beiden haben sich endlich an die Arbeit gemacht. Das Stahlschwertschema ist jetzt fertig. Wenn alles so stimmt, schmiede ich morgen die erste Klinge. Wenn die heutigen Übungen vorbei sind, gehe ich in Schirts Werkstatt im alten Wachturm und sehe nach, ob er das Silberschwertschema wie versprochen fertiggestellt hat. Dann suche ich Hieronymus in seinem Turm auf. Er müsste jetzt mit dem Rüstungsschema fertig sein. Ja, da haben wir bis auf die Rüstung tatsächlich dann schon alles. Rüstung. Silberschwert. A witcher usually fights with a sword, silver or steel.
but he must know how to use all weapons. Battle axes, picks, slingshots. Archery training today. Miss the target, you owe me 50 push-ups. Hit it, you owe me 20. Now move! Ist ja hier oben noch was? Ah, ja. Must be his ghost that haunts the bastion. Maybe I'll leave if I bury his bones. A horn. Something's happening. You're to hide. Wait till I come back. Yes, I know you've trained with swords. You're still shit with them. I want you behind those rocks and keep your mouth shut. Pitchfork. No massacre's complete without one. Vielleicht wieder ein paar Geister beschworen. Jetzt wäre nochmal interessant, wo der letzte Wraiths, they'll try to stop me. Au, 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 nicht hinfallen. Okay. Sieht immer noch so aus, als gäbe es noch mehr von diesen Punkten, die ich mir anschauen kann, aber ich sehe kein grünes Geglitzer mehr. Vielleicht doch hier unten nochmal. Wir haben erstmal die Gebeine des Jungen und schauen uns dann nochmal um. Vielleicht verschwindet dann ja auch der gelbe Bereich. Take care, kid. Geschafft. 40 Erfahrungspunkte, also so wird das nie was mit Level 26. Hopp, na gut. Bevor es noch Skellige aber geht, schnappen wir uns hier noch das letzte Schema im alten Wachturm. Diesmal nehmen wir auch Plötze mit, mal schauen, ob es diesmal ohne gröbere Verwundungen übersteht, aber es ist ja jetzt schon, ist ganz schön steil, da will sie nicht runter, oder? Ja, schön langsam, runter auf den Weg, komm, ja, genau so.
Ach so, dann muss ich auf den Weg hier drüben. Hütte am See, wo ist denn das? Ach, das ist ganz hier oben. Oh Gott, da muss ich einmal um den See rum. Dann fahre ich wahrscheinlich sogar besser mit dem Boot. Das mache ich auch. Slow. Mag er nicht? Ja, dann bleibt er hier. Die letzten 3 Meter schaffe ich auch noch alleine. Jetzt ist nur die Frage, wo ist das Boot? Da ist das Boot. Aber mit dem sind wir eh schon mal gefahren. Mit dem guten Lambert. Aber jetzt diesmal fahre ich selber. Sag bloß, ich kann jetzt nicht mit diesem Boot fahren. Ah doch. Bisschen wie am Starnberger See, nur dass es da nicht ganz so gebirgig außenrum ist, aber wer im bayerischen Voralpenland öfter unterwegs ist, dem kommt dieses ganze Panorama hier recht vertraut vor. Ist schon ganz schön. Das sind 2 Bären. Könnte das Monsternest sein hier? Nee. Markiere ich mir hier mal. Da versteckt sich doch was hinter diesem Fragezeichen. So viele Bären in der Gegend. We cannot stop here, this is bear country. Vielleicht mal speichern, sicherheitshalber. Wahrscheinlich komme ich sowieso nicht diesen Berg rauf. Ah doch, oh Gott, was ist denn hier los? Ein Wark, aha. Naja, diesen Level 8, mit dem sollte ich so auch fertig werden. Hui, was war das? Ist ein Waldschrat in der Gegend? Tatsächlich. Die gehören zu den Relikten, glaube ich. Sind die Bomben. Feuerschaden. Das heißt, mit so sollte ich dem eigentlich mit dem klarkommen können. Also diese Wirbelattacke ist schon echt geil, muss ich mal sagen. Uiuiui, jetzt aber Vorsicht! Schaffe ich den Waldschrat und die Wölfe zerlegen mich noch, oder was? Puh. Geschafft.
Das ist eigentlich wirklich das einzige Fragezeichen hier in ganz Kermor hin. Ne, da oben ist noch eins. Anschlagbretter gibt es hier nicht. Gut, man könnte hier natürlich noch einmal alles abreiten. Ach, ich glaube, da gehe ich den Rest zu Fuß. Fahre ich nicht mehr extra mit dem Boot hier die Küste rauf. Hat man noch mehr vom Panorama. Mein Gott, schaut euch das mal an. Das ist schon echt die hübscheste Ecke. Bin ja auch so gespannt, wie Toussaint dann ausschaut im zweiten Add-on Blood and Wine. Man hat sie auf Bildern schon gesehen, aber es ist dann in Bewegung doch nochmal ganz was anderes. Und das gibt dem ganzen Spiel ja einen ganz anderen Vibe. Wenn das da so viel sommerlicher und eher so mediterran angehaucht ist oder provenzal. Ui. Oh, 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 oh. Ach nee, komm, gerade wollte ich noch den Trank nehmen. Scheiße, muss ich das alles nochmal machen. Den Waldschrat etwa auch, das wäre ja ein bisschen nervig. Tatsächlich, da hinten läuft er. Wisst ihr was? Ich glaube, wir machen es in der nächsten Folge. Aber nicht mal hier kaputt jetzt. So. Ja, in der nächsten Folge dann nochmal der Waldschrat und die Wölfe und diesmal passe ich ein bisschen besser auf. Bis dann.